Amerika, ihr Lieben. Fangen wir wieder hier an. Da stehen wir jetzt. Ich komme eigentlich aus einer ziemlich heilen Welt. Geburtsmäßig. Und werde ja dieses Jahr 65. Und da hat man natürlich so einige Brüche in der Biografie, die sich nicht vermeiden lassen. Die kommen einfach so. Damit muss man leben und klarkommen. Ja, das sind nicht immer lustige, das sind auch traurige, das sind sehr traurige. Alles halt gemischt, so wie so ein Leben halt so funktioniert. Behalten wir mal im Hinterkopf. Das Ziel allen Lebens ist der Tod. Okay, da wollen wir aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Also so quasi von der Zielgerade jetzt so mal weggesprochen. Ja. Diesen chinesischen Eiweißhaufen mit den Hörnchen, die er da so hat, ne? Hat ja so Hörner, kronenmäßig. Kann man ja eigentlich nur loswerden, genau wie alle anderen aus seiner Familie, indem man zwei Möglichkeiten hat. Also man hat zwei Möglichkeiten, sagt der Laie. Wir schließen mal hier ab. Abschließen ist immer gut, Grenzen sichern ist immer gut. Man hat zwei Möglichkeiten. A, man unterbindet die Infektionskette. Man versucht sie quasi abzukappen. Ja? Wenn keiner mehr mit Infizierten in Berührung kommt, dann keine Infektion und schon hat man die Zahlen nach unten. So, das versucht man ja jetzt mit diesem Runterfahren der Wirtschaft. Man macht die dabei kaputt mit den Kontaktbeschränkungen. Grundgesetzmäßig zweifelhaft, sehr zweifelhaft. Ja. Also mit allem, was wir momentan so erleben, was sich also diametral beißt mit dem, was ich aus meiner Welt kenne, aus meiner heilen Welt von früher. Ja. Und wohlgemerkt, da war Hongkong-Grippe, da ist alle möglichen Grippe-Sachen sind schon an mir vorbeigezogen. Ja. So. Die zweite Möglichkeit B ist Impfen. Ja? Was weiß ich, gegen Masern. Impfung, kriegst keine Masern mehr. Gut, ich gehöre noch zur Generation, die hat sämtliche Kinderkrankheiten mitgemacht. Dann hattest du die und dann war gut der Fisch. Gut auch nicht so ganz. Ich habe alles durch an Kinderkrankheiten. Hatte auch hier, Mumps als Kind. War aber scheinbar nicht immun dagegen, hat das später nochmal gekriegt. War nicht so schön. Okay. Hab's überlebt. Ja, so. Und worauf läuft das jetzt hier hinaus? Es läuft eigentlich darauf hinaus, dass man beide A und B zusammenfahren will. Man will quasi so lange unterbinden, bis die Impfung steht. Zum Thema Impfung kann man verschiedener Meinung sein. Ich bin da meiner Meinung.
Andere sind anderer Meinung. Eins steht fest. Impfen ist ein Riesengeschäft. Sofern der Impfstoff gut ist, ist das auch eine sichere Sache, eine relativ sichere Sache. Bei der Mehrzahl der Geimpften. Ausreißer gibt es da immer. Und ich frage mich, wenn so ein Impfstoff so auf die Schnelle entwickelt wird, wie der dann hinterher wirkt. Und da gibt es ja auch Beispiele, braucht man gar kein Verschwörungstheoretiker zu sein. Zumindest, ich sag mal Stichwort Indien, Afrika, nicht so optimal waren. Muss man sich mal kundig machen, findet man aber nicht in den Medien, die uns so berieseln tagtäglich. Ja, so, jetzt kommen wir noch, das muss ich mal sagen, also dieser chinesische Schnupfen, als dass er sich ja bei ganz vielen Leuten herausstellt eigentlich, wird uns noch lange, lange, lange beschäftigen. Bis der Rubel rollen kann. Bis die Impfung läuft. Ja? Ob man das dann zwangsläufig macht oder über so einen Immunitätsausweis, der uns dann so einen zusätzlichen Push geben soll, das werden wir da alles noch sehen. Und wir werden noch viel mehr sehen. Das sehen wir aber später. Ein Tipp noch wollte ich noch geben. Ach ja, wir müssen ja auch immer auf das Schöne und Gute und alles nur ein bisschen Auge haben. Garten ist ja immer schön, ne? So. Garten ist toll. So, ich sag euch mal, was ein Tipp. Was schön blüht, sind immer Dahlien. Da seht ihr eine, die kommt da jetzt raus. Nein, die muss jetzt noch nicht größer sein. Wir hatten ja jetzt erst die Eisheiligen. Das Ding haben wir jetzt seit 3 Jahren. Und die kommt jedes Jahr wieder. Ich habe sie dieses Jahr einmal umgetopft. Und da ist eine neue drin. Die habe ich heute eben da reingepflanzt. Die Dahlien haben da so Knollen, so wie Finger, so nach unten. Tut man da rein, bisschen unter der Erde. Erde drauf, Wasser drauf, gut, dann kommen die. So, und die, wenn die jetzt drin sind, blühen die im, ja, sagen wir mal Juli bis Oktober. Kann ich also nur empfehlen, Leute mit kleinen Gärten oder mit nur Balkongärten, pflanzt eure Dahlien, Knollen in Töpfe. Ich denke, das ist ein relativ großer Topf hier. Ich mache hier so. Er ist nicht gerade klein. Das lohnt sich. Die könnt ihr nämlich hinstellen, wo ihr hin wollt. Da muss hinterher noch ein Stock bei, weil das Ding wird 1,10 Meter, 1,20 Meter hoch. Und kriegt richtig fette Blüten. Kann ich nur empfehlen. Dahlien in Töpfe. Wir haben die auch immer im Freiland ausgesetzt, aber dann musst du sie dann im Winter ausgraben, also im Herbst, weil die nicht winterhart sind. Also, Dahlien in Töpfe. Die Dinger kosten nichts und blühen wunderschön. Also, ich bin Fan davon. Und die gibt es von klein, 40 cm bis 1,20. Toll. So, damit haben wir das auch jetzt noch gut abgeschlossen. Positiv. Ja. Lasst euch nicht unterkriegen. Alles wird gut.